Seiten. Also gerade, also oben wird es oft erkannt, unten wird es gewünscht und in der Mitte wird es aufgehalten. Weil sie Angst haben. Ja, weil sich, genau, sich wegzurationalisieren. Beides aber auch. Man muss echt anders führen können und anders arbeiten können. Und das ist dann da fällt nicht jedem leicht. Und bei vielen setzt es was frei. Also das ist auch nochmal auf der anderen Seite erstaunlich. Also wir sehen sehr viel auch dann positive Beispiele im mittleren Management, die dann auf einmal wirklich ganz tolle Führungskräfte werden, weil sie das auf einmal können. So delegieren und im Sinne von eng nach Kennzahlen führen, das waren sie nicht so. Und weil sie eigentlich eher über so einen menschenorientierten Führungsstil kommen und nicht einen kennzahlenorientierten Führungsstil. Und da resoniert das. Zusammenarbeit mit KMUs und auch so vor der Frage, vor dem Hintergrund der Frage, so mit traditionalen Geschäftsmodellen. Ich denke, warum Design Thinking da gut funktioniert oder auch in der Vergangenheit bei uns in Projekten teilweise wirklich sehr gut funktioniert hat, liegt daran, dass wir die Menschen im Unternehmen mitnehmen. Also nichts kann einen stärker in Starrheit versetzen als die Angst vor Veränderung. Einfach auch die Angst, das traditionelle traditionelle Geschäftsmodell läuft irgendwie aus, die Halbwertszeit ist überschritten. Und das führt dazu, dass man eigentlich eher verharrt, also eher Angst hat, sich zu bewegen, weil man Angst hat, was verkehrt zu machen. Und diese Angst nimmt letztendlich so ein bisschen der Design Thinking Prozess, weil er baut auf Iteration. Sprich, man ist sozusagen erstmal nicht dem Erfolgsdruck ausgesetzt. Die nächste Idee muss die große zündende Idee sein. Man kann es erstmal ausprobieren, deswegen Iteration. Scheitern ist erlaubt, beziehungsweise auch gewünscht. Und deswegen hilft das sehr stark. Wir haben in der Vergangenheit mit einem Unternehmen beispielsweise zusammengearbeitet, bei dem ganz klar ist, dass das traditionelle Geschäft oder traditionale Geschäftsmodell ausläuft. Die stellen Frankiermaschinen her. Niemand verschenkt heute noch großartig Geschäftspost auf einem traditionellen Wege mit Brief und Porto. Was macht so ein Unternehmen in der Zukunft, wenn auf einmal dieser Geschäftszweig und der fällt weg? Ich meine, der ist schon weggefallen. Was macht man da? Schwierig. Was das Unternehmen aber kann und konnte, ist sozusagen das Handling, und da haben sie sich auch stark drin gesehen, von Office-Prozessen. Allein dadurch, dass sie sich angeschaut haben, wo und wie stehen am Ende auch meine Frankiermaschinen. Dafür sind die Vertriebsmitarbeiter auch sehr viel unterwegs gewesen, haben sozusagen Bürooptimierung im Sinne von Abläufen vorgenommen. Und das haben wir zusammen in diesem Design Thinking Projekt auch mit den Mitarbeitern versucht, stärker herauszuarbeiten. Wenn es schon in Zukunft weniger schriftliche Geschäftspost gibt, wird es ja nicht weniger Kommunikation im Office geben. Und wie können wir das, was ihr jetzt schon gut könnt, zu analysieren, wie Strukturen, Kommunikationsabläufe in administrativen Umfeldern in Unternehmen sind, wie können wir darauf aufbauen und daraus neue Geschäftsideen entwickeln? Und da lag auch der Punkt drauf, mehrere Ideen zu entwickeln. The next big thing für die Frankiermaschine gibt es nicht. Aber wie können wir das, sozusagen diese Kernkompetenz, die ihr habt, stärken und dann auch weiterentwickeln in neue Geschäftseinheiten, in neue Geschäftsprozesse, die dann auch natürlich die digitale Kommunikation mit abdecken, aber eher wirklich den Schwerpunkt legen auf Optimierung von Office-Prozessen. Und da findet dann auch so ein langsames und dann langsam stetig sich verstärkendes Umdenken in der Organisation statt, sodass man sich halt nicht mehr darüber definiert als Mitarbeiter, ich bin auf so einem sinkenden Schiff, mit einem Geschäftsmodell, wo ich nicht ganz genau weiß, wie es weitergeht, sondern eigentlich schon wieder in so einer kleineren und dann stärker wachsenden Startup-Mentalität. Man sagt, wir bewegen jetzt einfach wieder uns und bewegen die Dinge auch ein Stück weit anders. Was die Zeit anbelangt, ist es so, dass es Zeit braucht. Und das ist auch wichtig für Unternehmen. Es ist ein manche Unternehmen kommen zu uns und erwarten irgendwie die Magie, so ähnlich wie irgendwie die nächste bunte Kuh der betriebswirtschaftlichen Methodik, Lean und so weiter, wird ganz schnell durchs Unternehmen getrieben. Wir machen für alle Mitarbeiter einen Tag Schulung, dann können die das und dann funktioniert das. Das muss man sich leider für Design Thinking abschminken, weil es halt nicht nur ein Tool ist, ein kleines Tool, sondern halt auch wirklich ganz grundsätzlich fragt, wie geht ihr ran?
an Innovationsprojekte, wie geht ihr ans Arbeiten. Insofern sollte man sich schon Zeit nehmen für ein Projekt, was auch wichtig für die Unternehmung ist, im Sinne von, es betrifft uns, weil es geht zentral um unsere Geschäftsidee oder es geht um ein zentrales Personalthema, und für so einen Projektzeitraum würde ich immer von mindestens 3 Monaten ausgehen, um sich auch auf die Methodik, auf die verschiedenen Instrumente einzulassen, um sich auch genügend Zeit für Iterationsschleifen, für das Entwickeln von ersten Prototypen zu geben, das Ausprobieren, das Austesten und so weiter, um dann auch Erfolge zu sehen. Also insofern braucht es ein bisschen Zeit, aber auch endlich Zeit. Also es ist sozusagen nicht ein mehrjähriger Prozess, den wir da aufsetzen. An Voraussetzungen eigentlich zweierlei. Also eine ganz, ganz wesentliche Voraussetzung ist das Commitment, sei es der Geschäftsführung oder des Firmeninhabers, was absolut zentral ist, weil solange die nicht hinter dem Wandel stehen und im Grunde genommen die Freigabe zum kreativen Arbeiten und auch ein Stück weit die Freigabe zum vorübergehenden Scheitern geben, funktioniert das nicht. Also das muss sozusagen auch ganz authentisch von der Unternehmensführung und Leitung vorgelebt werden, und es muss deswegen so von oben drauf geguckt, aber von unten letztendlich so bottom-up auch der Wunsch und das Bedürfnis danach bestehen, auch Dinge anders zu machen, weil auch ansonsten wird es wieder hierarchisch verordnet, ihr müsst anders arbeiten, und das ist so, wenn sie delegieren und sagen, ihr müsst kreativ sein und so viele Ideen jetzt in der Woche produzieren, das funktioniert nicht, weil da ist dann wieder der Erfolgsdruck viel zu groß. Also sprich, man braucht so Voraussetzungen an beiden Ecken der Unternehmung, von ganz oben und von ganz unten. Und was dann noch hinzukommt, wenn man das dann umsetzt, auch gerade in dem ersten Projekt, dann verlangt es am Ende des Tages sehr viel von der mittleren Ebene ab, weil auf der zweiten Führungsebene verändert es ganz viel. Es stellt gängige Führungsstrukturen, Zuständigkeiten, die Art, wie Entscheidungen getroffen werden, auch eigentlich Führungsprinzipien und Führungsstile in Frage, weil es setzt ganz stark auf Partizipation. Und wenn Sie auf Partizipation setzen, dann müssen Sie es auch tun. Das heißt, Menschen bei Entscheidungsfindungen zu beteiligen, ihre Teammitglieder, ist anders als es alleine und nur für sich zu entscheiden und dann andere darüber zu informieren. Man sollte es auf jeden Fall testen, weil es passt nicht zu jedem Unternehmen, es passt auch nicht zu jedem Management-Team. Und es ist so wie mit allen anderen Methoden auch, wenn sie nicht zu einem passen, dann helfen sie einem auch nicht. Und insofern auch einige Design-Thinking-Initiativen und Unternehmen gesehen, die daran gescheitert sind, weil die kulturelle Passfähigkeit nicht gegeben war. Man kann es als Unternehmen, denke ich, sehr gut für sich testen, indem man mal sich halt nicht ein 3-Monats-, sondern ein 3-Tages-Projekt verordnet und auch durchführt, um wirklich zu sehen, wie funktioniert das, resoniert das mit mir, kann ich mich in diese Prozesslogik, in diese sehr starke Kundenorientierung, die ganz anders ausgelebt wird im Design Thinking und gestaltet wird, in diese, wir versuchen schnell Ideen auch in Prototypen umzusetzen und zu testen, auch reinfinden. Also deswegen denke ich, sind kleinere Workshop-Formate, kürzere Workshop-Formate an der Fragestellung, die uns alle betrifft, Kommunikation untereinander, wie können wir die Teamkultur verbessern, solche Fragen sind sehr gut geeignet, um das mal für sich auszuprobieren. Und man sollte es ausprobieren, weil wir haben ja letztendlich auch den Gedanken, dass probier es aus, iteriere, und das wäre für mich oder ist für mich diese erste Iteration. Test es aus, 3 Tage, funktioniert es für dich oder nicht. Ja, ich würde auf jeden Fall empfehlen, auch Design Thinker mit ins Team zu nehmen, ganz bewusst. Wobei ich ehrlich gesagt lieber von Menschen spreche, die auch Design Thinking Qualitäten haben. Wenn ich mich irgendwo vorstelle, sage ich nicht, dass ich ein Design Thinker bin. Ich sage, ich bin ein Entrepreneur, ich habe 2-mal gegründet. Ich bin ein Lehrender und Lernender. Ich bin ein Wirtschaftswissenschaftler, ich bin ein Sozialwissenschaftler. Ich bin vieles und ich bin dazu auch noch Design Thinker, weil das für mich eigentlich, wenn man so will, nicht eine Zusatzqualifikation ist, aber sozusagen eine weitere Qualifikation. Ich arbeite anders mit Menschen, ich gestalte Prozesse anders, aber ich habe sozusagen von woher anders kommend eigentlich mein Fachwissen und meine eigentliche Kompetenz. Und deswegen lohnt es sich sozusagen, Menschen ins Unternehmen zu können, die nicht nur zum Beispiel UX-Design können, die nicht nur zum Beispiel Management können, sondern die auch Design-Thinking können.
Ich denke, es braucht vor allen Dingen Zertifikate in der Hinsicht, weil sehr viele Menschen mittlerweile draußen als Berater unterwegs sind, die haben irgendwo, sei es bei uns, sei es in Stanford oder woanders, einen Eintagesworkshop genossen und kriegen dann vielleicht ein Certificate of Attendance, was eigentlich nur eine Teilnahmebescheinigung ist, und gehen dann raus in die Welt und nennen sich zertifizierte Design Thinker. Das ist schwierig, weil Design Thinking lernt man nicht innerhalb eines Tages und man lernt vor allen Dingen unheimlich viel über die Zeit dazu. Ich selber mache das jetzt hier an der D-School seit 8 Jahren und habe das vorher schon auch 4 Jahre woanders gemacht. Und ich würde selber von mir behaupten, ich bin noch nicht ausgelernt oder fertig ausgebildet. Weil all das, was an Methodik letztendlich möglich ist, verändert sich auch. Und das, was in der Regel Menschen lernen, wenn sie mit Design Thinking anfangen und was sie meinen, was Design Thinking ist, ist oftmals nur die Reduktion auf diesen Prozess. Der 4, 5, bei uns hat er 6 Phasen von verstehe das Problem, observiere, spreche mit Kunden, reformuliere das Problem, entwickle Ideen, baue Prototypen und testen bestehen. Das ist aber eigentlich am Ende des Tages nur ein Teil. Prozess ist eines, aber sozusagen viel wesentlicher ist das große Bild, sprich das Team. Wie mache ich das? Wie gestalte ich diesen Prozess mit der Teamarbeit? Wie gestalte ich auch den sozusagen innovativen Raum und wie gestalte ich auch letztendlich das ganze Innovationsökosystem drumherum? Und das ist für mich im Moment eigentlich die große Herausforderung. Also gibt es draußen Menschen, die das alles können? Es gibt mittlerweile draußen sehr viele Berater, die das eine können, Prozesse oder Tools für Prozesse, aber nicht das ganz Große. Eine solche Person sollte auf jeden Fall ein Umfeld vorfinden, in dem man gestalten kann. Also deswegen sind so typische Felder, wo Einstiege gut funktionieren, halt dann natürlich auch die Bereiche Business Development, Geschäftsentwicklung, Innovation, F&E manchmal auch, aber auch Personal, Human Resources. Also braucht schon ein Stück weit auch Gestaltungsfreiräume. Was er aber auch braucht, vor allen Dingen, ist ein Verständnis dafür, was findet er in der Organisation vor. Das, was ich ganz oft auch bei unseren sogenannten Absolventen, bei unseren Studenten erlebe, wenn sie dann in eine Unternehmung gehen, dass sie gleich am ersten Tag alles, was sie hier gelernt haben, reinbringen wollen. Da findet ein richtiger kultureller Clash statt. Da trifft Unternehmenskultur auf Innovationskultur und das funktioniert nicht. Das, was er deswegen vor allen Dingen mitbringen sollte und nutzen sollte, ist seine Fähigkeit, genau hinzugucken, genau zuzuhören und dann, wenn man so will, mit kleinen Interventionen anzufangen. Nicht zu sagen, ich bin jetzt der auch ausgebildete Design Thinker und ich führe jetzt hier mit euch gemeinsam Design Thinking an, sondern zu sagen, lass uns mal anfangen, wie sehen denn überhaupt unsere Abstimmungsprozesse aus? Wie machen wir denn bislang Team-Meetings? Wer nimmt daran teil? Wie sind die gestaltet? Wie können wir die anders strukturieren entlang von Design-Thinking-Prinzipien und damit anfangen? Dann sich ein zweites Projekt vornehmen und sagen, okay, wo machen wir die denn eigentlich? Wie gestalten wir unsere Meetingräume anders? Können wir auch an unseren Arbeitsplätzen Veränderungen vornehmen, die dazu führen, dass wir kollaborativer, schneller, produktiver auch miteinander arbeiten können? Und derartige Dinge anzustoßen und dann auch kontinuierlich, wenn man so will, zu vergrößern, zu erweitern, das ist für mich eigentlich dann ein guter Weg und auch eine gute Voraussetzung innerhalb der Organisation. Der Raum hat für mich so eine große Bedeutung, weil man an der Veränderung von Raum so viel festmachen kann. Also wenn man zeigen möchte in seinem Unternehmen, in seiner Organisation, ich denke und handle anders, dann kann man das am allerbesten erlebbar machen für andere dadurch, dass ich den Raum verändere. Und deswegen ist er einfach sozusagen so ein ganz zentrales Medium, an dem sehr viel erkannt wird. Und er ist ja deswegen auch ein Stück weit so was wie materielle Unternehmenskultur. Ich sehe eigentlich daran, wie Menschen hier arbeiten und wie die Organisation tickt. Deswegen funktioniert er gut als Träger. Er funktioniert deswegen auch gut als Hebel, um Veränderungsprozesse in Gang zu setzen. Was ich ganz oft als kritisch wahrnehme, ist, dass er sehr extrem wird.
Veränderungsprozesse, die wir auch in Unternehmen, auch in unseren Forschungsprojekten begleitet haben, versuchen sozusagen von dem einen Extrem in das andere zu springen. Von Einzelbüros zu Gemeinschaftsbüros, von Gruppenarbeitsplätzen zu absolut offenen Flächen. Und da wird überhaupt verkannt, und das ist das Design Thinking im Übrigen auch, es ist nicht nur Team. Es ist vor allen Dingen Team, aber es ist auch Individuum. Und die hohe Kunst letztendlich, wenn man es gut gestaltet, auch das Design Thinking, liegt letztendlich daran, eine gute Balance zu finden und eine Abwechslung zwischen im Team zu sein und alleine weiterzuarbeiten und das wieder ins Team zu bringen und andersrum auch. Deswegen ist für mich letztendlich eigentlich so eine Umgestaltung, die so radikal ist und sagt, alle Wände raus, wir haben nur noch große Gemeinschaftsfläche, keine gute Idee, weil sie wieder das andere Extrem einführt, weg vom tayloristischen Arbeitsplatz des 20. Jahrhunderts in den 21. Jahrhundert Arbeitsplatz des kollaborativen Raumes. Und eigentlich, wenn man es gut macht und intelligent macht, braucht man beides. Muss sozusagen Optionen haben. Hier kann ich gemeinsam mit mir alleine sein und hier kann ich gemeinsam mit mir und meinem Team zusammen sein und zusammenarbeiten. Und ich kann bestimmen, wann und wo ich hingehen kann und auch wechseln kann. Das ist für mich auch Design Thinking, deswegen ist es auch hier, wenn man so will, für uns auch, das ist, was wir hier geschaffen haben, sind die Teamräume und die funktionieren nur mit den individuellen Räumen dann auch zusammen. Und man braucht es mal laut und man braucht es dann genauso wieder mal leise. Und also das heißt auch für den Raum nicht nur laut Musik zu haben und keine Musik zu haben, sondern auch eine intensive Teamarbeit zu haben, auch schnell versuchen voranzukommen und dann aber auch sich wieder zu entschleunigen, mal in Ruhe darüber nachzudenken, was bedeutet es denn eigentlich, wenn wir diese Idee wirklich weiterverfolgen. Und das kann ich zum Beispiel auch nicht im Team. Das heißt, ich brauche das. Ich muss auch sagen, jetzt ist mal gut, jetzt haben wir hier genügend Ideen entwickelt und genügend Brainstorming gemacht und genügend laute Musik gehört und genügend Zeitstress uns produziert, jetzt brauchen wir die Entschleunigung. Und eigentlich braucht man wirklich beides und muss es auch miteinander auch spielen. Das ist eine gute Frage. Zum einen braucht es auch für sozusagen dann virtuelle Teams letztendlich beides. Also sie brauchen auf jeden Fall einen gut funktionierenden virtuellen Raum. Da gibt es einige Lösungen, aber viele scheitern auch daran, weil Kollaborationsplattformen nicht so gut gestaltet sind. Und deswegen ist es, denke ich, auch immer wichtig, sozusagen auch da für virtuelle Teams physische Räume zu haben. Und sei es, dass man einfach sich regelmäßig in seinem Projekt, das in einem virtuellen Team läuft, regelmäßig trifft, nicht nur zum Kickoff, sondern auch nochmal zur Besprechung der ersten Zwischenergebnisse und auch da, also ich genauso wieder sagt, nicht nur das eine zählt, alles ist virtuell, nichts mehr ist materiell und physisch, sondern sagt auch da, was sind die geeigneten physischen Komponenten, die materiellen Orte, Treffpunkte, Zeiten auch, die man braucht, um dann wieder gut virtuell arbeiten zu können. Man braucht vor allen Dingen Offenheit, also das ist die wesentliche Kompetenz. Es ist vielleicht jetzt auch schon altbacken, Teamfähigkeit ein Stück weit, also zuzuhören, sich auf andere einzulassen, sich aber auch verständlich im Team ausdrücken zu können. Also nichts ist schlimmer, einen Experten im Team zu haben, der sich nicht verständlich machen kann, sprich sich auf die Sprache der anderen im Team auch einlassen zu können. Das ist für mich ganz wesentlich. Man braucht also sozusagen dann neben der Kommunikationsfähigkeit auch die gute Kritikfähigkeit, nicht alles abzulehnen, aber auch nicht alles als gut hinzunehmen. Das ist für mich nochmal ein ganz wesentliches Moment und ja, man kann das im Alter auf jeden Fall noch lernen. Und man kann es meiner Meinung nach viel besser lernen, weil man es nochmal neu lernen muss. Es wird ganz oft immer gesagt, das Einfachste wäre doch, lass uns damit im Kindergarten anfangen. Das ist auch gut, im Kindergarten und in der Grundschule damit anzufangen. Aber wenn man aus der Perspektive und aus der Seniorität eines Experten kommt, dann weiß man auch, was man mitbringt, was ich an den Tisch als Wissen, als Persönlichkeit, auch als Erfahrung mitbringen kann und zusätzlich diese Kompetenz. Deswegen ja, man kann es lernen und sollte es vor allen Dingen auch nochmal im Alter lernen.
Es gibt im Grunde genommen nicht den einen Design Thinking Studenten, weil wir halt auf die kreative Vielfalt und auch die wirklich Diversität setzen. Das heißt, uns geht es vor allen Dingen darum, Leute zu gewinnen, die Spaß und Interesse am Verändern haben, die auch wirklich gerne die Innovatoren, und das versuchen wir zu fördern, und die Veränderer von morgen werden wollen, in Unternehmen und hoffentlich vielleicht auch in ihrem eigenen Unternehmen. Das heißt, das soll man vor allen Dingen mitbringen, also sozusagen nicht nur seine Expertise, seine individuelle Brillanz und Intelligenz, sondern auch, wenn man sozusagen das als I sich vorstellt und oben drüber den Querbalken als T, auch seine, wenn man so möchte, Teamfähigkeit, Offenheit nach außen und sich auch einzulassen auf andere Sichtweisen, andere Meinungen, andere Anregungen und Ideen von anderen. Nicht in dem Sinne, ja, ja, habe ich gehört, mach dann trotzdem weiter, sondern ja, ich höre dir wirklich zu und versuche auf dieser Idee, die du jetzt in das Team eingebracht hast, aufzubauen. Und das sind eigentlich sozusagen, solche Menschen suchen wir. Ja. Und die aus wirklich verschiedenen Disziplinen. Das heißt, bei uns treffen wirklich Menschen von A bis Z, was ihre Studiengänge anbelangt, aufeinander. Also von Altphilologie bis Zoologie. Ist alles im Grunde genommen mit dabei. Plus, dass sie auch international sind. Also es sind nicht nur Studenten aus dem deutschsprachigen Raum oder auch nur dem regionalen Umfeld, Potsdam und Berlin, sondern ein Viertel bis ein Drittel der Studenten sind international und kommen nicht aus Europa und bringen damit auch nochmal sozusagen das gewisse etwas, was ganz wichtig ist, interkulturelle Diversität mit in das Programm und auch mit in die Team- und die Projektarbeit. Die Sprache im Team ist Englisch. Die Sprache ist in dem Projekt ganz oft bilingual, weil wenn wir mit einem kleinen mittelständischen Unternehmen aus der Stadt Brandenburg zusammenarbeiten, vielleicht auch einem Kindergarten, da spricht nicht jeder Englisch. Das heißt, man sollte zum einen entweder in beiden Sprachen fähig sein oder worauf wir auch viel setzen, ist nicht nur sozusagen sich Menschen darüber zu nähern, dass wir Gespräche führen, sondern dass wir sie auch beobachten. Und das hat dann wenig zum Glück an der Stelle mit Sprache zu tun oder Sprachkompetenz an der Stelle. Und so funktioniert letztendlich dann auch die Zusammenarbeit. Aber grundsätzlich ist das Programm als solches in Englisch. Wenn man gerne mit uns arbeiten möchte, sollte man auf jeden Fall ein Problem mitbringen. Das klingt platt, aber man sollte schon etwas haben, wo man sagt, da bin ich wirklich dann daran interessiert, dass eine Gruppe von jungen, kreativen Studenten gemeinsam mit mir, deswegen auch sich einlassen, an einer neuartigen Lösung arbeitet. Also das sind ganz wesentliche Voraussetzungen, weil wir wollen eigentlich keine Partner haben, die sozusagen ihre Probleme nur bei uns abladen und sagen, wir kommen dann in 4 Monaten wieder und wollen dann gucken, was bei rausgekommen ist. Sondern im Gegenteil, die mit uns gemeinsam auch die Problemstellung aber erarbeiten, mit uns gemeinsam als D-School und dann auch gemeinsam mit dem studentischen Team zusammenarbeiten. Und das heißt vor allen Dingen auch Feedback während des Prozesses zu geben. Wenn erste Ideen, erste Prototypen entstanden sind, auch ganz ehrlich und ganz ernsthaft zu sagen, was funktioniert Ihrer Meinung nach und was funktioniert nicht. Und dann aber auch zu helfen, mit dem Feedback weiterzuarbeiten. Und das sind eigentlich letztendlich die wesentlichen Anforderungen. Ich setze mich jetzt noch einmal kurz daneben, dann haben wir nämlich ein Bild, dann kann ich das später als Foto, als Selfie quasi. Als Selfie! So, wir haben es eigentlich. Ich habe alles, glaube ich, gefragt, was ich fragen wollte. Vielen Dank für Ihre Zeit und so weiter. Nichts dafür. Hat Spaß gemacht. Sehr gut. Ja. All around is I'm falling, falling, falling.